So, ich begrüße jetzt auf der Bühne, von Chaos macht Schule haben wir hier eine Professorin, einen Lehrer und einen, der Chaos in der Schule macht. Also Chaos macht Schule, Schule und Hochschule. Es geht selbstverständlich um digitale Bildung und ich begrüße Steffen, den Lehrer, Dorina, die Professorin und Benny, den Chaoten. Bitteschön. Danke. Danke dir. Ja, herzlich willkommen zu unserem Talk Bildung auf dem Weg ins Neuland. Schön, dass so viele Leute gekommen sind, auch trotz der namhaften Konkurrenz auf der anderen Bühne. Ja, wie der Moderator schon sagte, wir drei sind im Projekt, im CCC Bildungsprojekt Chaos macht Schule aktiv und wir machen uns seit längerer Zeit Gedanken darüber, wie eigentlich eine zeitgemäße digitale Bildung für ja, unsere fortschreitende digitale Welt aussehen sollte. Das möchten wir euch heute so ein bisschen vorstellen und wir möchten das dem gegenüberstellen, was eigentlich so die bildungspolitischen Entwicklungen der letzten Zeit waren. Mit diesem Begriff Neuland spielen wir natürlich auf das bekannte Zitat von Angela Merkel an. Das heißt, große Teile unserer Gesellschaft nutzen das Internet seit, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren. Ganz selbstverständlich ist es und es ist eben tief in den Lebens- und Arbeitsalltag von dem Großteil unserer Gesellschaft integriert. Und obwohl das Internet enorme Veränderungen für unser Leben gebracht hat, ist in den Schulen davon bis heute relativ wenig zu spüren. Also in Bezug auf die Digitalisierung unterscheidet sich der Schulunterricht nur geringförmig von dem, was vor 10, 20 oder 30 Jahren war. Deshalb ist es für Schulen eben immer noch absolutes Neuland, wie man neue Technologien in den Internet, in den Unterricht integrieren kann. Damit ihr aber erstmal wisst, wer wir eigentlich sind und aus welcher Perspektive wir auf dieses Thema blicken, möchte ich uns kurz vorstellen. Wir haben Steffen hier, der ist Informatiklehrer an einem Gymnasium in Heidelberg und ist außerdem beim CCC Mannheim aktiv. Dann haben wir Dorina hier. Dorina ist beim CCC Hamburg aktiv und ist außerdem Professorin an der FH Lübeck und lehrt da Informatik. Und wenn ich, ja Benny aus Berlin, mit der Lehre zu tun habe, so findet es meist im Rahmen von Chaos macht Schule aktiv statt. Genau genommen sind wir natürlich alle drei bei Chaos macht Schule aktiv. Und dazu möchte ich auch noch ein paar Worte verlieren. Chaos macht Schule ist eine Bildungsinitiative des Chaos Computer Clubs und wir verfolgen das Ziel, Technikbegeisterung und digitale Mündigkeit bei jungen Menschen zu fördern. In der Praxis heißt das, dass Mitglieder vom CCC in zahlreichen Städten in Deutschland und neuerdings auch in Österreich immer mal wieder für Workshops in Schulen gehen. Dort geht es dann um neue Technologien, um das Internet, um soziale Netzwerke und ähnliche Themen. Die betrachten wir natürlich im Spannungsfeld zwischen Technik und Gesellschaft und diskutieren mit den jugendlichen Teilnehmern viel über Datenschutz und über die Vor- und Nachteile der digitalen Welt. Das Projekt gibt es mittlerweile seit über 10 Jahren. Das heißt, wir haben halt in dem Bereich schon relativ viel Erfahrung gesammelt. Ja, in Bezug auf digitale Bildung ist in der letzten Zeit in der Politik aber auch tatsächlich einiges passiert. Darüber wird euch Steffen gleich mal einen gewissen Überblick geben. Wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, ist Bildung halt Ländersache. Deshalb muss man auch dazu sagen, die jeweiligen Bundesländer, wir sind ja in drei verschiedenen Bundesländern auch unterwegs, wir drei, haben deshalb auch einen völlig anderen Bildungsplan und blicken dabei jeweils auf eine andere Bildungspolitik. Bevor wir damit anfangen, müssen wir aber erstmal sagen, dass in der Debatte rund um die Digitalisierung der Schulen, da wird ja zurzeit relativ viel diskutiert, dass da oftmals sehr, sehr viele Sachen miteinander vermischt werden. Und das macht eine Diskussion teilweise schwierig. Deshalb wird Dorina jetzt erstmal anfangen und uns erstmal unterschiedliche Aspekte von digitaler Bildung vorstellen. Ja, vielen Dank, Benny, für die Einleitung. Unser Titel des Vortrags, Bildung auf dem Weg ins Neuland, kommt ja nicht von ungefähr, knirscht es doch echt an sehr vielen Ecken und Enden. Sei es, dass technische Ausstattung fehlt, ja, der Punkt 1,
sei es, dass um die Sinnhaftigkeit von Software-Tools zur Unterstützung des Unterrichts gestritten wird, Stichwort Unterricht mit digitalen Medien, oder sei es, dass für oder gegen Informatikunterricht in der Grundschule bis zum Abi gekämpft wird, Stichwort Unterricht zu digitalen Themen. Und allein diese drei Felder sind so unterschiedlich in ihren Herausforderungen und auch in ihren Lösungsmöglichkeiten, dass wir es sehr wichtig finden, die zu differenzieren und nicht in einen Topf zu werfen, was aber häufig gemacht wird. Und wir möchten uns diese drei Felder mal genauer anschauen, um auch deutlich zu machen, wo wir eigentlich die größten Schmerzpunkte sehen und wo eigentlich der Schwerpunkt liegen sollte. Fangen wir mit der technischen Ausstattung an. Darüber könnte man eigentlich einen ganzen eigenen Vortrag halten. Sei es, dass zu wenig Technik, Rechner, Tablets, Internetzugang vorhanden ist, sei es, dass die Technologie geklaut wird, kaputt geht, nicht gewartet wird oder schlicht auch irgendwann veraltet ist. An anderer Stelle kann man sich fragen, ob vielleicht zu viel davon passiert. Momentan werden zum Beispiel in den verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Cloud-Angebote entwickelt. Dabei wird sowohl auf kommerzielle Produkte gesetzt, andere streben Eigenentwicklung an. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, da gibt es die Schulcloud vom Hasso-Plattner-Institut, da gibt es die baden-württembergische Bildungscloud, es gibt It's Learning in Bremen oder iSurf-Schulserver in Hamburg und sicherlich noch viele mehr. Und man kann sich natürlich mal fragen, ob da nicht eigentlich permanent das Rad neu erfunden wird und möglicherweise Ressourcen auch anders gebündelt werden könnten. Aber eigentlich ist diese ganze technische Ausstattung selbst gar nicht so in unserem Fokus, denn wir denken, dass dieses Problem theoretisch recht einfach gelöst werden könnte. 2016 hat ja die damalige Bildungsministerin Wanka uns ein paar Milliarden Euro versprochen, um Schulen mit Technik auszustatten. Mal davon abgesehen, ob diese Milliarden jetzt gereicht hätten. Es ist aber relativ einfach zu beschließen, man gibt Geld für die technische Ausstattung der Schulen aus, schließt Wartungsverträge und Versicherungsverträge etc. Da wäre das Problem gelöst. Wenn wir aber schon über technische Ausstattung sprechen, dann ist eigentlich das größere Problem, dass die Lehrkräfte mit diesen Technologien alleingelassen werden. Ja, die kriegen vielleicht eine kurze Einführung, wie Tools funktionieren, wo man sie an- und ausschaltet oder wie bestimmte Funktionalitäten zu bedienen sind. Aber sie werden damit alleingelassen, diese Technologien in den Unterricht einzubinden, ihre pädagogischen Konzepte dazu anzupassen. Ja, und wenn sowas passiert, es gibt natürlich auch einige sehr engagierte Lehrer, da müssen sie sehr viel Freizeit dafür opfern. Und dadurch bleibt Technologie, wenn sie überhaupt schon mal vorhanden ist in Schulen, häufig ungenutzt. Ja? Und ich habe da manchmal so ein Bild wie hier vor Augen, ein Kind, was zu viele Geschenke bekommt und es kann sich gerade mal mit einem beschäftigen und vieles andere bleibt ungeöffnet. Und das ist einfach schade darum. Ja, aber die technische Ausstattung ist eben auch nur eines der drei Problemfelder. Also kommen wir mal zum zweiten. Und das ist das Thema, den Unterricht mit digitalen Medien zu unterstützen. Wenn wir darüber sprechen, haben wir auch mit ganz unterschiedlichen Software-Tools zu tun. Zum einen natürlich Lernsoftware, also zum Beispiel Software zum Vokabeltraining lernen, was dann sicherlich mehr Spaß macht, als im Schulbuch sich eine Spalte zuzuhalten von den ganzen Vokabellisten. Es geht aber auch um Software, die die Kooperation unterstützt, damit Schüler an Projekten gemeinsam arbeiten können, vielleicht sogar von zu Hause aus, ganz innovativ. Und es geht auch um administrative Software, die dann eher von Lehrern oder Schulleitern, Planern eingesetzt wird. Um nur ein Beispiel zu nennen, das wären die digitalen Klassenbücher. Wenn man solche Software gut einsetzt, gut geplant einsetzt, dann können die auch super gewinnbringend sein. Ich glaube, da sind wir uns schon einig. Wenn man es falsch macht, kann das ein Schmerz sein. Aber letztendlich sind das aus unserer Sicht, wenn man so auf diese Software guckt, auch nur Werkzeuge für die Unterrichtsgestaltung.
und damit eigentlich nicht so viel anders, als wenn wir mit Tafel und Kreide arbeiten oder ein Biologielabor oder ähnliches haben. Und wenn man es mal genau nimmt, befinden wir uns in diesem Themengebiet auch nicht wirklich mehr im Neuland. Jedenfalls, wenn ich mal die Technikzeitrechnung als Maßstab nehmen kann. Ja, die werden schon seit 20 oder mehr Jahren erprobt, eingesetzt. Also befinden wir uns hier schon auf, man kann sich streiten, mehr oder weniger gut beackerten Grund und Boden. Also kommen wir mal zum dritten Thema. Und das ist der Unterricht zu digitalen Themen. Also wo diese digitalen Technologien nicht Werkzeug der Unterrichtsgestaltung, sondern Thema des Unterrichts sind. Und da wird es für uns langsam spannend. Und auch in diesem Bereich werden aus unserer Sicht sehr viele Dinge in einen Topf geworfen, die es aus unserer Sicht zu differenzieren gilt. Da sprechen wir über Informatikunterricht. Also darüber, dass Schülern die Grundlagen unserer digitalisierten Welt näher gebracht werden. Das kann sowas sein wie Programmierkonzepte, aber auch sowas wie Netzwerke funktionieren, ja, insbesondere das Internet oder mathematische Grundlagen, ja, zum Beispiel die Aussagenlogik. Und das ist aus unserer Sicht auch elementar für die Schüler, solche Kenntnisse zu haben, um unsere digitalisierte Welt verstehen und mitgestalten zu können. Natürlich kann man hier streiten, wie tief man das haben möchte, ob das von der ersten Klasse bis zum Abi sein muss, wie viele Stunden pro Schuljahr etc. Das ist aber gar nicht so sehr in unserem Fokus, sondern eben, dass es um den Informatikunterricht selbst geht. Es gibt aber viele Menschen, die reden von Informatikunterricht, meinen aber eigentlich sowas wie Anwendungsunterricht. Also, wie bedient man ein Präsentationsprogramm? Wie erstellt man Videos? Oder wo findet man die Wikipedia? Ich denke, wir sind uns hier im Raum alle einig, dass das natürlich nicht das Gleiche ist. Aber es wird oft in einen Topf geworfen. Und noch schlimmer ist das, wenn das aus Not passiert. Ich hatte neulich gerade mal wieder ein Gespräch mit einer Lehrerin, die mir erzählte, dass sie jetzt die ehrenwerte Aufgabe habe, Informatik zu unterrichten. Sie ist aber nicht dafür ausgebildet. Sie kriegt dann eine Zweitagesschulung, um Informatik zu unterrichten. Danke für das Gemurmel. Ja, und sie sagte halt, also ihr ist schon klar, dass das ein Unterschied ist, und sie sagte aber auch, es wird darauf hinauslaufen, dass sie eben nicht nur Informatik macht, sondern dass sie auch Anwendungsunterricht machen wird. Dann wird auch noch über Medienkompetenz gesprochen, als Querschnittsaufgabe, die Unterricht oder die Schulen bewältigen soll, manchmal sogar als eigenes Fach. Und Medienkompetenz, so wie wir es verstehen, da geht es darum, in der aktuellen Welt, so wie sie jetzt gestaltet ist, oder digitalen Welt, zu leben und sich zurechtzufinden und gegebenenfalls oder bestenfalls selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können. Das heißt dann im Bildungsalltag sowas wie Lernen mit digitalen Medien, sowohl individuell als auch kooperativ. Das kann auch heißen, digitale Produkte zu gestalten, eine Präsentation, ein Film oder ähnliches. Oder auch sich mit Medienschutz auseinanderzusetzen. Da sind wir dann beim Thema Mobbing oder auch, wie man Nachrichten bewerten sollte, Stichwort Fake News. Was aber bei all diesen Diskussionen, ob man von Informatikunterricht, von Anwendungsunterricht oder Medienkompetenz spricht, kommt aus unserer Sicht zu kurz. Was wir seit kurzer Zeit unter dem Stichwort digitale Mündigkeit diskutieren, was aber schon seit vielen Jahren im Prinzip unser Anliegen ist, dass es dahin gehen muss, dass unsere Bürger digital mündig werden oder da in ihrer Mündigkeit gefördert werden. Ich möchte jetzt nicht zu tief in die Diskussion einsteigen, was digitale Mündigkeit ist, was sich da alles drin hinter verbirgt.
Aber um klarzumachen, wie wir das Ganze hier diskutieren, einmal kurz, dass wir darunter verstehen, die Fähigkeit, technische Entwicklung zu verstehen und auch hinterfragen zu können. Und natürlich auch die Chancen und Risiken dieser Entwicklung einschätzen zu können. Und das ist etwas anderes, als einfach zu verstehen, wie wird ein Rechner programmiert oder wie funktioniert das Internet oder wie kann ich Mobbing vermeiden. Und aus unserer Sicht sollte genau hier eigentlich der Schwerpunkt liegen, was jetzt Digitalisierung betrifft, wenn es um die Bildung geht, was eigentlich eine Querschnittsaufgabe über alle Fächer hinweg sein sollte. Und gerade hier, wo wir eigentlich den Schwerpunkt sehen, sehen wir auch die allergrößte Lücke in der Bildungsdiskussion. Ja, im Unterricht passiert da derzeit verdammt wenig. Es ist zwar schön zu sehen, dass immer mehr Schüler etwas lernen. Ja, teilweise programmieren sie schon in der Schule. Ich habe auch schon mit Schülern gesprochen, die tatsächlich Netzwerke aufgebaut haben. Aber das sind Einzelfälle. Und das wundert auch nicht, weil es in der Lehrerfortbildung auch kaum Thema ist und in der Ausbildung auch nicht. Es gibt zwar Angebote, ich selbst bin auch schon mal auf eine Lehrerfortbildung eingeladen worden, um einen Workshop zu machen zu Datenschutz, was ja auch nur ein ganz kleines Thema ist. Aber das ist eben auch nur ein punktuelles Angebot, das ist nicht flächendeckend und es ist vor allem nicht Pflicht für Lehrkräfte. Und insofern sind sie auch gar nicht in der Lage, dazu etwas mit den Schülern zu machen. Und wenn diese Schüler dann irgendwann bei mir landen als Studierende und ich mit denen arbeite zu Themen wie Daten im Auto, Gesundheitskarte, individuelle Preisgestaltung, dann bin ich manchmal doch überrascht, manchmal auch nicht so, wie überrascht wiederum die Studierenden sind und manchmal auch wie fassungslos, ob der Möglichkeiten und auch der Konsequenzen, die mit diesen Technologien verbunden sind. Und das sind nicht irgendwelche Studierenden, sondern das sind welche in Technikstudiengängen im 3., 4., 5. Semester. Dabei könnte man zu diesen ganzen Themen auch so viel in der Schule machen, für verschiedene Altersgruppen, mit relativ wenig oder sogar gar keiner technischer Ausstattung. Ja, man könnte doch über GPS im Geografieunterricht, über maschinelles Übersetzen im Fremdsprachenunterricht oder über Freifunk im Politikunterricht sprechen. Ja, aber es passiert eben nicht. Und das sind nur einige der vielen Beispiele, die wir auch intern schon diskutiert haben, was man nicht alles machen könnte. Wir sehen hier ein ganz großes Defizit und deswegen haben wir damit begonnen, mal zu hinterfragen, wie eigentlich diese Bildungspolitik funktioniert, wie Lehrpläne entstehen, was da eigentlich passiert oder warum so wenig in den Schulen ankommt. Es ist ja nicht so, dass da gar nichts passieren würde, ja? Also auf höchster bildungspolitischer Ebene werden Strategiepapiere verfasst, wie Digitalisierung in Lehrplänen verankert werden soll. Und um euch das näher zu bringen, wird Steffen gleich darlegen, wie das Ganze bundeslandübergreifend eigentlich funktioniert und wie so etwas dann am Beispiel vom Bundesland Baden-Württemberg umgesetzt wird. Ich übergebe das Wort an dich. Ja, dann auch Dankeschön, Dorina, für die Anmoderation irgendwo auch, dass ihr wisst, worüber ich jetzt spreche. Ich wollte mit einem Zitat einsteigen von Claudia Bogedan, die war damals Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und sie hat gesagt, das ist ungefähr ein Jahr her, wir wollen, dass Sie, also unsere Schülerinnen, gestaltend in das gesellschaftliche Leben eingreifen können, auch im Sinne von demokratischer Mitwirkung an der Gesellschaft und der Gestaltung an der rasanten Umwälzung, die wir gerade beobachten können. Im Prinzip kann man eigentlich sagen, das, was Dorina gerade als digitale Mündigkeit als zentrales Thema für uns umrissen hat, ist mit diesem Zitat eigentlich ganz gut auch angesprochen. Einige können auch wahrscheinlich das Symbol rechts erkennen, das ist Vaus Phrasenprüfer, weil wir natürlich auch diese Zitate oder generell andere Aussagen der Politiker uns ein bisschen näher angeschaut haben.
Auf jeden Fall ist das ein Positivbeispiel und macht Hoffnung. Jetzt wissen vielleicht nicht alle, was die Kultusministerkonferenz, kurz KMK, ist, also was der Kontext von dem Zitat ist. Wie schon gesagt, Frau Bogdan war 2016 Vorsitzende dieser Konferenz und hat es in einem Interview im Deutschlandfunk gesagt zu dem veröffentlichten Strategiepapier, was Dorina schon angesprochen hat. Hier ist das Deckblatt zu sehen. Kultusministerkonferenz, das meint, wir haben ja in Deutschland, wie Benny vorhin schon euch gesagt hat, insgesamt 16 Bundesländer, die eigenverantwortlich Bildung gestalten, was ja im Sinne unserer HK-Ethik ist. Das ist dezentral, hat auch Vorteile definitiv, siehe zum Beispiel das Saarland, das hat als Bundesland nicht Englisch, sondern Französisch als erste Fremdsprache und grundsätzlich können natürlich in kleineren Einheiten auch Änderungen, Reformen schneller durchgeführt werden. Die KMK ist ein freiwilliger Zusammenschluss von diesen Bundesländern, ist deswegen aber nicht gesetzgebend, sondern hat eben reinen Abstimmungscharakter, also ein Abstimmungsinstrument. Und als Teilnehmer werden üblicherweise die Repräsentanten, die das Kultusministerium unter sich haben, aus den Bundesländern geschickt, plus noch jemand aus dem Bund. Im Prinzip ist es die Organisation schlechthin, wenn es um bundesweite Bildung geht an unseren Schulen. Ja, und wie gesagt, das haben wir uns genauer angeschaut. Da finden sich neben dem Zitat im Deutschlandfunk noch ganz andere positive Dinge. Es wird zum Beispiel von Open Educational Resources ganz direkt gesprochen. Auch da weiß ich jetzt nicht, ob jeder im Raum jede den Begriff kennt. Das sind also offene Lehrmaterialien, die haben eine im Internetzeitalter umso wichtigere, sehr freie Lizenz. Meistens sind es Creative Commons. Es gibt natürlich auch viele andere Lizenztypen, mit denen man eben ganz anders arbeiten kann. Kollaborativ kann man arbeiten, man kann die Werke leichter teilen, ganz anders als mit den heutigen Schulbüchern und dem aktuell gültigen bzw. im März 2018 geupdateten Urheberrecht. Ja, aus unserer Sicht hat diese Strategie aber, Dorina hat es vorhin schon ein bisschen angedeutet, weil es so ein bisschen durcheinander oft geht in der Diskussion, hat dieses Strategiepapier auch echte Mängel. Der Fokus liegt auf dem Medieneinsatz und nicht auf der digitalen Mündigkeit. Das Papier spricht vor allem davon, dass Lehrende Medienexperten werden müssen. Und was damit gemeint ist, ist hier eingeblendet. Das bedeutet also, dass sie im jeweiligen Fachunterricht professionell, didaktisch sinnvoll, ja, aber digitale Medien halt nutzen, sowie gemäß dem Bildungs- und Erziehungsauftrag inhaltlich reflektieren können. Der Schwerpunkt, der hier ein bisschen aus unserer Sicht, oder nicht so ein bisschen, schief liegt, hat aber, wenn man genauer hinschaut, auch noch deutliche Implikationen. Zum Beispiel gibt es daraus einen hohen Ausbildungs-, Fortbildungsbedarf bei den Lehrkräften. Die nötige IT-Ausstattung muss geschaffen werden, die muss darauf finanziert werden. Und auch da wird es wieder kompliziert. Neben dem Bund gibt es die Länder, die eigene Bildung machen, aber die Schulträger, die die Schulen technisch ausstatten, das sind halt die Kommunen. Und da kann man sich schon fast vorstellen, dass es hier wieder regional zu Problemen kommen kann. Der Bund hat sich zwar vor kurzem eine Gesetzesgrundlage geschaffen, um da auch reingehen zu können, siehe die angekündigten und von Dorina vorhin erwähnten Bankermilliarden, aber auch aus denen ist bisher noch nichts geworden. Also Planungssicherheit ist es für viele Kommunen sicherlich nicht. Das Layout von dem Beschluss der KMK ist ein bisschen älter, das sieht man vielleicht auch irgendwie, wie es ausschaut, 2012. Das ist also schon deutlich vorher, da gab es einen Beschluss, der in die ganz ähnliche Richtung geht, dass eben diese in dem Strategiepapier Medienbildung genannte Sache in der Lehrerausbildung zu verankern ist. Sowohl in der Ausbildung steht ja explizit, als auch in der Fortbildung der Lehrenden. Also eigentlich ist schon relativ lange klar, wo die Reise hingeht. Die 16 Bundesländer sind, habe ich ja vorhin auch kurz umrissen, auch dazu angehalten, solche KMK-Beschlüsse halt individuell umzusetzen. Baden-Württemberg wurde schon genannt, war das erste Land, das den neuen Bildungsplan diesem Strategiepapier entsprechend verabschiedet hat. Das schauen wir uns jetzt näher an. Das hat einmal diesen Grund, dann ich bin dort Lehrer, kenne mich ein bisschen aus und man könnte sogar noch eins weitergehen. Die Frau Eisenmann, das ist meine Kultusministerin, ist aktuell Vorsitzende dieser KMK. Und da schauen wir jetzt mal exemplarisch drauf.
Als Aufhänger habe ich ein Schreiben ausgesucht, was genau 2 Wochen vor Weihnachten an alle Schulen ging in Baden-Württemberg. Und zwar ein Aufruf, sich zu bewerben für die Fortbildungsinitiative Digitalisierung. Schauen wir uns da mal ein Zitat daraus an. Da rechts ist das Schreiben. Bewerberinnen und Bewerber sollen bereits umfänglich Erfahrung und Kenntnisse beim Einsatz digitaler Medien mitbringen. Und wenn man genau liest, dann steht da eben beim Einsatz digitaler Medien. Und auch hier stellen wir fest, falscher Schwerpunkt. Ansonsten ist es natürlich super, also +1 von uns, ganz im Sinne unseres Kongresses, TUWAT. Wenn jemand in Baden-Württemberg unterrichtet, das läuft natürlich noch bis zum 15. Januar. Also zuschlagen. Ein weiterer Punkt dabei macht uns Sorgen, wenn im Jahr 2018 damit begonnen wird, die Ausbilder auszubilden, wann werden die dann aktiv? Wann hat es irgendwie flächendeckend eine Wirkung? Absehbar ist halt dann auch, dass einige Generationen junger Menschen ohne adäquate Schulbildung durch das baden-württembergische Bildungssystem gehen werden, was besonders schwer wiegt eben, wenn man sich zum Beispiel das 2012er Dokument ansieht. Ja, und neben den geplanten Weiterbildung oder Lehrerfortbildung gibt es auch noch die eigentliche Lehrerausbildung. Und da ist es halt auch ähnlich. Ich war jetzt vor wenigen Wochen im Seminar für angehende Gymnasiallehrerinnen in Heidelberg, in meinem Wohnort. Und die Leitung macht sich definitiv Gedanken, dass da irgendwie mehr getan werden muss, um die Referendarinnen und Referendare adäquat vorzubereiten auf den Schuldienst. Aber passiert es auch noch wenig. Es gibt so kleine Teilaspekte, die auch gemacht werden, aber das große Ganze fehlt. Und nochmal, der Schwerpunkt sitzt halt auf dem Medieneinsatz und nicht auf der digitalen Mündigkeit. Und dann muss man noch einschränkend sozusagen auch noch sagen, Heidelberg ist jetzt auch eigentlich ein hoffnungsvoller Fall. Die Stadt hat einmal gerade eine Agentur gegründet, die sich ausschließlich mit dem Digitalen beschäftigt, auch mit der Bildung. Es gibt an der Uni coole Projekte, wie zum Beispiel so ein Wheelmap-Project, wo auf OpenStreetMap aufsetzend eine Navigation für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer gebaut wurde, auch unter Einbeziehung der Community. Es gibt Fortbildungsreihen in der Stadtbücherei, da sind wir auch von Chaos macht Schule eingebunden. Es werden Hackathons durchgeführt. Also Geld ist auch da. Der Oberbürgermeister hat Digitalisierung zur Chefsache gemacht. Also irgendwie, klar, politische Interessen spielen da natürlich auch eine Rolle, aber irgendwie wirkt es so gar nicht so schlecht. Wir wissen aber aus unserer deutschlandweiten Arbeit im Chaos macht Schule, dass es eben an anderen Orten noch weit schlechtere Voraussetzungen gibt und es deswegen auch anders aussieht und ja, machen uns da auch ein Stück weit Sorgen. Wenn wir schon in Baden-Württemberg sind, dann nochmal, also diese Medienbildung heißt es da, nicht Medienkompetenz, umfasst eben ja im Prinzip auch ganz vernünftige Aspekte. Es ist eine sogenannte Leitperspektive, das heißt, es muss fächerübergreifend unterrichtet werden, hat eine ganz hohe Priorität, also wirklich gut, aber leider gibt es dazu verpflichtend für die Schulen wirklich nur eine Sache, und zwar in Klassenstufe 5, den Basiskurs Medienbildung. Das ist im Prinzip, das muss ich selbst kurz überlegen, einstündig, also insgesamt grob 30 Wochenstunden oder so, 30 Wochen hat so ein Schuljahr oder 35, und das ist das einzig Verpflichtende. Alles andere, das übrige Mediencurriculum heißt es offiziell, bleibt dann den Schulen überlassen. Ja, und jetzt muss man aber auch wieder sehen, dass eben die Schulen auch anderes zu tun haben. Wir haben Inklusion, wir haben neue Fächer. Es ist also wirklich schwierig für viele Schulen, da dann wirklich adäquat dieser Leitperspektive gerecht zu werden. Und da wären wir auch beim nächsten Punkt, neue Fächer. Informatik wird gestärkt in Baden-Württemberg. Das ist definitiv begrüßenswert, wenn die Schülerinnen und Schüler früh in Kontakt auch mit der Programmiersprache kommen, sei es zum Beispiel Snap, Scratch oder ein Mikrocontroller wie die Calliope Mini, die gibt es ja auch, glaube ich, hier auf dem Kongress zum Ausprobieren. Also erstmal alles gut, auch dass, wie Dorina schon sagte, es unumgänglich ist, einige Konzepte der Informatik kennenzulernen, wenn man digital mündig werden möchte. Es ist so, dass seit diesem Schuljahr der Aufbaukurs Informatik in Klassenstufe 7 läuft. Ich unterrichte den jetzt auch erstmalig dieses Schuljahr, aber wäre ich Realschullehrer, dann wäre das nicht so. Das Fach startet da verspätet, angeblich zum neuen Schuljahr. Das ist nicht so toll. Anders als bei der Medienbildung sind wenigstens die Inhalte der Informatik sehr klar und verbindlich geregelt, wobei es auch hier die üblichen Anfangsschwierigkeiten gibt, wie zum Beispiel kein vernünftiges Unterrichtsbuch.
Und dann gibt es noch eine Erweiterung, dass man als Wahlmöglichkeit in Klassenstufe 8, 9, 10, das ist dann die Mittelstufe, und auch in der Oberstufe als Kursstufenfach Informatik belegen kann. Also insgesamt macht das eigentlich auch ein bisschen Hoffnung. Allerdings auch hier nochmal der Hinweis von Dorina: Es ist halt darauf zu achten, dass nicht zu viele Medienkompetenzinhalte in der Informatik landen, sondern dass wirklich sauber Grundlagen vermittelt werden, die über reines Programmieren auch weit hinausgehen. Und dann ist es auch nicht damit getan, dass man für Klassenstufe 7 zum Beispiel zwei eintägige Fortbildungen macht für die Lehrerinnen und Lehrer und sie dann das Fach sauber unterrichten können. Und generell wird es immer so sein, dass in dem Fachgebiet Lehrkräfte zu finden, die das unterrichten können, Schwierigkeiten machen wird. Ja. Ja, die Folgerung aus dieser Bildungspolitik, die Steffen beschrieben hat, ist, dass wir heute immer noch sehr analoge Klassenräume haben, die sich relativ wenig von dem unterscheiden, was ich irgendwie in den 80ern oder 90ern in der eigenen Schulzeit erlebt habe. Damals war es halt so, die Schulen hatten separate Klassenräume, hatten separate Computerräume, die waren im Regelfall abgeschlossen und die wurden hier und da mal sporadisch im Unterricht eingesetzt. Das ist heute immer noch so, sehr viele Schulen haben immer noch abgeschlossene Computerräume und relativ wenig Computer in ihrem eigenen Klassenzimmer. Wenn wir das Foto genau angucken, dann sieht man tatsächlich, da ist doch tatsächlich hinter dem Lehrer ein Smartboard zu sehen. Das tritt da so ein bisschen in den Hintergrund. Also es gibt da auf jeden Fall schon irgendwas Digitales. Ich muss auch sagen, in Berlin gibt es da auch relativ viele von. Das sehe ich relativ häufig. Und ja, man muss aber dazu sagen, mit diesen Smartboards sind durchaus einige Sachen möglich. Damit wären halt richtig neue Unterrichtskonzepte möglich. Allerdings werden sie eher benutzt wie Tafeln, auf denen man noch Filme zeigen kann. Ich frage, wenn ich Workshops im Rahmen von Chaos macht Schule gebe, in den Schulklassen immer gerne mal nach, wie ist das denn eigentlich bei euch im Unterricht mit dem Einsatz von Computern? Nutzt ihr Rechner in eurem Schulunterricht oder bei den Hausaufgaben? Nutzt ihr das Internet? Und ja, in den meisten Fällen antworten mir die Schüler darauf, nee, also sie nutzen Computer und das Internet kaum, höchstens mal irgendwie privat für die Hausaufgaben. Und ja, dann in Wirklichkeit steht aber dieses Smartboard in den Schulen. Das heißt, es wird oftmals halt gar nicht so richtig als solches wahrgenommen. Was man aber sagen muss, ist einfach, dass die Folgerungen dieser Bildungspolitik, die technischen Entwicklungen seit Jahren ignoriert, fatal sind. Und natürlich werden die Probleme immer größer. Wir haben solche Inhalte der Medienbildung haben wir bis heute noch nicht richtig ins Lehramtsstudium integriert. Und bis das passieren wird, wird es halt noch mal dauern. Bis dann wiederum die Lehrer ausgebildet in den Schulen ankommen, wird noch mal viel mehr Zeit vergehen. Das heißt, irgendwie da haben wir erstmal eine ganz lange Spanne, in denen erstmal in der Schule relativ wenig passieren wird. Hinzu kommt halt noch, dass wir ganz viele Lehrer haben, die heute schon im Einsatz sind oder die heute ihr Studium abschließen und dann in die Schulen kommen, die in diesen Bereichen nicht ausgebildet sind. Die werden aber noch 30, 35 oder wie viele Jahre auch immer irgendwie ihr Berufsleben durchgehen und werden eben mit dem Wissen, was sie haben, den Unterricht gestalten. Fortbildungskonzepte für bereits ausgebildete Lehrer, damit sieht es halt eher mau aus. Es wären halt eben auch sehr schwer realisierbar. Mal eben eine Wochenendfortbildung zu machen, kann natürlich irgendwie die Defizite, die da halt bestehen, nicht mal eben beheben. Ja, wenn wir natürlich irgendwie sehen, wie Dorina am Anfang gesagt hat oder wie wir in den Medien oft hören, dass diese Diskussion sich einfach um die fehlende Technik an Schulen dreht, ist es natürlich eine völlig falsche Diskussion. Die lenkt natürlich stark davon ab, dass es durchaus ein ganz anderes und viel größeres Problem gibt, was eben einfach die Fortbildung der Lehrkräfte ist. Sprich, die teure Anschaffung von durchaus notwendiger Technik wird halt die Probleme nicht lösen. Solange die Lernenden damit nicht umgehen können, ist es halt einfach herausgeschmissenes Geld. Wenn man die Technik angeschafft hat, ist halt die Wartung der Technik und die damit verbundenen Kosten eben auch ein sehr wichtiger Faktor. Es reicht nicht, Rechner einfach aufzustellen. Man muss sie warten. Das sind laufende Kosten, die meistens in den Schulen oder von der Bildungspolitik überhaupt nicht eingeplant werden. Die Administration der Rechner übernimmt dann meistens der Informatiklehrer der Schule oder die Informatiklehrerin.
Die Person hat kaum Zeit dafür zur Verfügung. Das heißt, in der Praxis macht sie viel von dieser Arbeit einfach in ihrer Freizeit. Und man muss dazu sagen, Informatiklehrkräfte wurden aber nicht für die Administration ausgebildet. In Firmen machen das ja nicht umsonst auch Administratoren, die dafür ausgebildet wurden und die damit viel Geld verdienen. Und das kann man eben nicht von einem Lehrer erwarten. Sprich, wenn ein Lehrer das aber trotzdem macht, was er im Regelfall tun muss, dann ist es einfach so, dass man eine schlecht gepflegte IT-Infrastruktur an den Schulen hat. Daraus resultiert dann wieder das Problem, wenn man diese Technik dann mal einsetzen möchte im Unterricht, kann man sich einfach nicht darauf verlassen, dass sie funktioniert, woraus wieder neue Probleme entstehen. Ein typisches Beispiel ist da zum Beispiel der Internetzugang an Schulen. Kann man sich leider relativ selten darauf verlassen. Wenn wir in Schulen gehen, fragen wir immer nach, gibt es eine Internetverbindung, die wir nutzen können? Und die Schulen antworten sehr oft, ja, es gibt eine, aber verlasst euch nicht drauf. Was man auch sagen muss, was Steffen dargestellt hat, neue Technologien werden in der Lehre zwar eingesetzt, aber sie werden kaum hinterfragt oder es wird darüber geredet, wie man sie halt gestalten kann. Dabei ermöglicht das Netz und neue Medien einfach eine gesellschaftliche Teilhabe und Gestaltung. Und sie müssen nicht einfach nur konsumiert werden. Da darüber relativ wenig diskutiert wird, stellt sich natürlich die Frage, ob die Bildungspolitik das Internet in dem Sinne auch verstanden hat oder das Internet und neue Technologien. Eine Entwicklung, die man heute schon beobachten kann seit ein paar Jahren, ist, dass Firmen immer mehr in den Bildungsmarkt drängen. Also ich meine damit große IT-Konzerne. Wenn die Bildungspolitik das Problem weiter verschläft, wird sich diese Entwicklung natürlich noch verstärken. Man kann zum Beispiel als Beispiel Google sagen, die sind mit ihren Chromebooks an amerikanischen Schulen sehr stark vertreten. In Deutschland haben wir das noch nicht so. Und in Deutschland hat uns diesen Sommer aber die Meldung überrascht, dass Google mehrere Schulungszentren in Deutschland eröffnet hat, in denen sie halt die digitale Bildung für die Bevölkerung vorantreiben wollen. Und ja, sie haben das Ziel damit, bis zu 2 Millionen Menschen in Deutschland zu erreichen. Das Problem, was wir dabei sehen, ist halt einfach, dass dass Firmen natürlich sowohl finanzielle als auch politische Interessen verfolgen und das im Zweifelsfall halt Auswirkungen auf die Lehrinhalte hat. Denn vielleicht sollten wir noch mal reden, worum es eigentlich bei der Bildung ganz allgemein gehen soll. Soll Schulbildung wirklich auf das Berufsleben vorbereiten? Manchmal scheint es so, aber tatsächlich ist es eben so, dass Schule eine Allgemeinbildung sein soll, die aufs Leben vorbereiten soll. Schulen sollen Schülerinnen und Schüler befähigen, eine Berufsausbildung durchführen zu können, aber die Schulen machen eben nicht die Berufsausbildung. Doch gerade bei unserem Thema, also Technik, Digitalisierung, wird immer wieder argumentiert, dass Schülerinnen und Schüler bestimmte Themen lernen müssen, damit sie im Berufsfeld bestehen können. Ja, diese Ausbildung eher für den Berufsalltag an Schulen, die gab es sicherlich schon immer irgendwie. Das hat halt in der Vergangenheit, glaube ich, auch immer irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, dass das zukünftig noch schwieriger wird. Denn früher konnte man auch einfach abschätzen, wie die Arbeitswelt von morgen aussieht. Heute ist es aber einfach so, dass sich die Arbeitswelt und allgemein unsere Welt sehr viel schneller ändert, als das in der Vergangenheit passiert ist. Berufsbilder verändern sich sehr schnell und wir können halt überhaupt nicht absehen, wie diese in der Zukunft aussehen werden. Ziemlich sicher ist einfach nur, dass sich sehr viel verändern wird. Und ja, wenn wir nicht wissen, wie diese Berufswelt der Zukunft aussieht, ist es natürlich umso schwieriger, in Schulen darauf vorbereiten zu können. Denn genau deshalb dürfen Schulen keine Berufsbildung anstreben, sondern müssen einfach, werden ihrem Bildungsauftrag, ihrem Allgemeinbildungsauftrag aus unserer Sicht eben eher gerecht, wenn sie eine digitale Mündigkeit, wie wir sie vorgestellt haben, anstreben würden. Wenn wir mal zurückblicken auf unsere Chaos macht Schule Historie, dann haben wir vor 10 Jahren damit begonnen, genau da was zu tun und Schulen genau damit zu unterstützen. Und als wir damit angefangen hatten, vor 10 Jahren, beziehungsweise etwas weniger Jahren bei uns, hatten wir eigentlich immer so die Idee im Hinterkopf, dass das, was wir tun, etwas Temporäres ist.
Ja, die Technisierung der Welt, die geht schneller voran als die Bildungspolitik, ist so, kann man hinnehmen, wir helfen ein bisschen. Und wir sind davon ausgegangen, dass das Themen sind, die Schule sich zu eigen machen wird. Zum einen, weil das ihre Themen sein sollten, zum anderen, weil diese Lücke ja auch nicht von Initiativen wie uns oder anderen aus Kapazitätsgründen getragen werden kann. Uns ist aber bewusst geworden, dass das scheinbar gar nicht so eine temporäre Sache ist, eben weil die Politik nicht hinterherkommt, weil da keiner hinterherkommt und dann eben die Konzerne in diese Lücke reingehen, was man ja kritisch hinterfragen muss und sollte. Und deswegen tun wir immer noch was. Und neben den Workshops, die wir punktuell an Schulen machen, haben wir eben auch angefangen, uns in die Bildungspolitik quasi mit einzumischen. Deswegen haben wir im Mai diesen Jahres unsere Forderungen an die Bildungspolitik veröffentlicht, die Benny auch schon auf der Republika vorgestellt hatte, wo es zum Beispiel, also wo wir auch insbesondere sagen, stellt die digitale Mündigkeit in den Vordergrund, macht das fächerübergreifend, schult die Lehrkräfte, entlastet die Lehrkräfte, damit sie das leisten können, um nur ein paar Details aus diesen Forderungen nochmal aufzugreifen. Ja, in diesem Sinne, tut was, mischt euch auch in die Bildungspolitik ein, falls es euch möglich ist, falls ihr vielleicht beruflich da zu tun habt, falls ihr Kinder habt, die schulpflichtig sind. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mit uns geht, und danken euch für eure Aufmerksamkeit und stehen euch für Fragen und Antworten zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wir haben jetzt gute 20 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Ich hoffe, dass ihr genügend Fragen mitgebracht habt und ich hoffe, dass es genügend Antworten dann geben wird. Wir haben hier Mikrofone aufgestellt. Hier vorne stehen welche, in der Mitte auch hinten. Platziert euch an den Mikrofonen, stellt eure Fragen. Wer auch immer das Saallicht angemacht hat, vielen Dank. Jetzt sehe ich wenigstens, was hier passiert. Ich fange einfach mal hier vorne mit der 5 an. Ja, hallo. Mein Name ist Thomas. Ich bin auch Lehrer an der Berufsschule und versuche auch viel mit digitalen Medien im Unterricht zu machen und habe in Bezug auf meine Kollegen festgestellt, dass ein ganz großes Problem dass die Sache des Fixed und des Growth Mindset ist. Wer das kennt, das Konzept, das bedeutet also, dass man davon ausgeht, dass sehr viele Lehrer ein Fixed Mindset haben und von sich selbst sagen, sie müssen nichts mehr dazulernen, sie kennen sich ja in ihrem Fachgebiet aus. Und das ist eine ganz, ganz große Hürde, dass sie halt mit einem modernen Medium irgendwas, also ich bin in der Erzieherausbildung, da ist digitale Bildung noch ganz, ganz weit weg, dass sie halt von sich selbst sagen, mit sowas beschäftige ich mich nicht, weil ich habe ja mein Fachgebiet und da kenne ich mich aus. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht in der Hinsicht? Erfahrungen mit Fixed Mindsets beim Lehrkörper. Okay. Ja, also als Lehrer kann ich ja auch mal dazu antworten. Ich mache auch Fortbildungen in Baden-Württemberg mit Lehrerinnen und Lehrern. Soweit habe ich ein bisschen Einblick. Ich teile es teilweise sozusagen. Also ja, es gibt solche Kolleginnen und Kollegen, da ist das so. Ist schwierig, ja, weil denen praktisch, also ich sage immer, Schule ist ein bisschen wie eine Käseglocke und eigentlich sollte vielleicht Schule eher so sein wie das Abbild der Gesellschaft im Kleinen, natürlich noch ein bisschen gefiltert, ein bisschen ruhiger, aber das fehlt, glaube ich, oft, dass man gar nicht so mitbekommt, was da außenrum passiert. Das erlebe ich auch so, wenn das deine Frage beantwortet. Ja, nicht ganz, aber ich darf nicht nachfragen. Oh, dann ergänzen wir. Wir haben uns auch viel darüber unterhalten, dass es eben die Lehrer gibt, oder Lehrkräfte, die einfach nicht wollen. Und natürlich ist das dann ein Problem. Und was wir ja sagen, ist, dass die Fortbildung von Lehrern eben auch gestärkt werden muss, dass das mehr zum Thema gemacht wird, dass auch Lehrer sich weiterbilden müssen. Und das andere ist aus meiner Sicht, dass wenn man zu sehr darauf guckt, welche Lehrer und Lehrerinnen sich so dagegen sperren, dass das eigentlich den Blick ablenkt von den Lehrkräften, die wirklich was tun wollen würden, wenn man ihnen mehr Freiraum dafür geben würde. Machen wir weiter mit der 1. Hallo,
Bin ich zu hören? Ja. Ja. Gut. Ihr habt überhaupt keine Informationen zu der sozialen Spreizung innerhalb der Schulsysteme gegeben. Ich komme nun zufällig auch aus Lübeck, bin seit C64-Zeiten Informatiklehrer, eigentlich studiert Mathematik, Physik, immer als Autodidakt, immer zusammengebettelt, aber Lübeck kriegt seinen Haushalt, ist stark verschuldet, regelmäßig nicht durch bei der Kommunalaufsicht. Die Gymnasien werden super ausgestattet, weil die Lobby haben. Die haben die Staatsanwälte, die haben die Ärzte, die haben die Rechtsanwälte und so weiter. Und alle Schultypen darunter, kann man gucken, bis wirklich in die tiefste Ebene runter, fallen hinüber. Habt ihr da irgendwelche Informationen sammeln können in verschiedenen Bundesländern? In einer armen Stadt zu leben, kann also auch Schicksal sein. Ich habe es versucht, vorhin auch ein bisschen anzudeuten bei Heidelberg, weil Heidelberg eben finanziell, glaube ich, ganz gut dasteht und die es relativ leicht haben, alle Schulen auszustatten. Also die haben ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber zig Millionen in den letzten Jahren in alle Schulformen gesteckt. Aber man sieht es ja auch schon bei mir im Bundesland mit der Verspätung der Informatik in den Realschulen, was überhaupt nicht ich bin da verständnislos, wie das sein kann. Insoweit teile ich das. Und wir haben halt das einerseits, haben wir im Strategiepapier halt zwar verbindliche Beschlüsse für die Bundesländer, aber dann sind ja am Ende die Kommunen eben die Ausstatter der Schulen. Und da ist einfach ein riesiges Problem. Hier macht natürlich dann die Dezentralität auch irgendwie was kaputt oder schwierig. Da gab es eben diese Gesetzesänderung, damit solchen Kommunen geholfen werden kann. Aber die Problematik wird bestehen, weil es ist einfach ein teures Unterfangen. Offensichtlich Eliten werden gefördert. Ja, es ist für Fragen, nicht für Kommentare. Danke. Aus dem Internet haben wir eine Frage. Ja, Lost in Web lässt fragen, gibt es Ansätze für Informatikunterricht bzw. IT-Anwenderunterricht in der Grundschule und wenn ja, wo findet man gut aufbearbeitetes Material hierzu? Ja, also ich kann auch. Ja. Wir wollen ja keine Produktwerbung machen sozusagen. Es gibt freie Software, die verfügbar ist. In Grundschulen, es gibt ein Projekt, das habe ich vorhin beim Namen auch genannt, das war die Calliope Mini, so ein kleiner Mikrocontroller mit so einer Blocksprache, aber eben es gibt auch von Universitäten aus den USA, Scratch ist sehr bekannt. Da gibt es schon Initiativen, also jetzt in meinem Bundesland ist das noch nicht das Thema, in anderen wird daran gearbeitet. Also es ist wohl schon Ziel, in Klassenstufe 3 ist es, meine ich, zu schauen, dass da ein kleiner Kontakt mit einer Programmiersprache spielerisch stattfindet. Ich kenne in Hamburg eine Grundschule, die Medien, Technik und so weiter tatsächlich in ihrem Curriculum verankert hat. Das ist dann natürlich nur punktuell, aber immerhin passiert da was an verschiedenen Stellen. Nummer 3, bitte. Danke. Wir haben ja nun bei 16 Bundesländern gefühlte 32 Lehrpläne. Welcher davon ist denn jetzt aus eurer Sicht so am weitesten, also was das ganze Thema anbelangt? Welches ist euer Lieblingsbundesland? Ja, so. Das ist eine schwierige Frage. Man muss dazu sagen, wir sind als Chaos Macht Schule zum einen dezentral organisiert, zum anderen machen wir das nur in unserer Freizeit. Es ist nicht so, dass wir jetzt alle 16 Bildungspläne oder wie viel es auch immer gibt, durchgearbeitet hätten, um das beurteilen zu können. Das ist schwierig. Und welches von denen, die Baden-Württemberg zum Beispiel rausgepickt haben, weil das eben das erste Bundesland war, das dieses Strategiepapier für sich umgesetzt hat. Und welcher ist von denen, die ihr durchgearbeitet habt, der beste? Dann natürlich Baden-Württemberg, weil wir haben uns ja den vor allem angeguckt, aber der ist ja auch nicht ganz sauber, haben wir extra auch gesagt. Also es gibt wohl in allen von diesen Papieren, wenn man reinguckt, gute Ansätze, aber auch alle haben halt diese Verschiebung, weil es ja eben vom KMK runtergeht sozusagen. Der Fehler pflanzt sich halt fort auf diesen Medieneinsatz. Ja. Die 7 bitte. Hallo, ich heiße Jonas, komme aus Berlin, ich studiere Informatik und arbeite an der TU Berlin in einem Schülerlabor. Ich habe dadurch viel Kontakt von der 1. bis 13. Klasse, teilweise zu den Berufsschulen und hat selber durch mein Studium an der Uni viel mit Didaktik zu tun. Egal wo man hinguckt, überall gibt es Probleme, was Geld angeht, Personal, die fachliche Bildung vom Personal, einmal das Fachliche, zum Beispiel Informatik oder halt die Didaktik. Es gibt beständig Versprechungen,
dass es besser wird. Und das, so wie ich es mitbekommen habe, schon seit Jahren. Aber es ändert sich nichts. Es gibt Methoden, Flipped Classroom, für Unis ideal geeignet. Wird das eine Frage? Es wird eine Frage. Okay, okay. Diese ganzen Versprechungen, die da sind, werden immer nicht eingehalten. Habt ihr das Gefühl, das wird sich ändern oder es bleibt so? Deswegen halten wir zum Beispiel auch solche Vorträge hier. Vielleicht kommt es irgendwo an. Liebe, liebe Politik, schmeißt Geld auf die Bildung. Nee, danke. Nummer 6. Ja, ganz zu Beginn des Vortrags hieß es, in vielen Fällen sei der Schulunterricht wie vor 30 Jahren. Leider ist es wohl so, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Schule verlassen und als Analphabeten die Schule verlassen, zunimmt. Insofern hat sich da wohl schon was geändert in der Schule. Da die finanziellen und politischen Probleme der letzten Jahrzehnte zeigen, dass wir hier so schnell nichts lösen und, was auch gerade im Vortrag vermittelt wurde, Grundlagen, und es geht ja bei einer allgemeinbildenden Schule um Grundlagen, häufig mit, ja, ich sag mal, klassischen Unterrichtsmethoden wie Stift und Tafel und Papier gelöst werden können. Die Frage, gibt es vielleicht auch den radikalen Ansatz zu sagen, in allgemeinbildenden Schulen komplett auf den Computereinsatz zu verzichten, um gerade die digitale Mündigkeit erfolgreich vermitteln zu können und dann auch die Probleme der sozialen Ungleichheit, finanziellen Ungleichheit auch gleich mit abzufedern. Haben wir noch eine Stunde? Nein. Also auf jeden Fall kann man sagen, es ist kein Argument, dass man zum Beispiel Technik braucht, um Informatik zu unterrichten. Man kann natürlich ein Netzwerk auch spielerisch alles zeigen, absolut. Also deswegen, da müsste man wirklich in aller Ruhe nochmal auf die Inhalte schauen und sehen, dass man wahrscheinlich einen riesengroßen Anteil analog, sage ich mal, vermitteln kann, definitiv. Wobei natürlich nichtsdestotrotz die Kids einfach diese Geräte nutzen und insoweit kann es natürlich auch schon Sinn machen, ihnen auch dazu Wissen an die Hand zu geben, weil dann hängt es sonst an den Elternhäusern. Wir wissen, dass in Deutschland ein Großteil der Erfolgschancen in Bildung leider vom Elternhaus abhängt. Also insoweit, das ist halt so ein bisschen Bias, würde ich sagen. Aber jetzt generell auf Null zu fahren, würde ich persönlich jetzt auch nicht wollen. Es gibt auch noch einen anderen Grund. Und zwar stellen wir ja auch fest, dass Schüler, ich meine, die gehen ja mit dieser Technik privat um. Ja? Und wenn das nicht auch in der Schule thematisiert und hinterfragt wird, halten wir das schon für kritisch. Ja? Weil die Eltern meistens nicht das Umfeld bieten, um mal drüber nachzudenken, wie kommuniziert man eigentlich mit WhatsApp oder warum benutzt du bestimmte Technologie auf welche Weise. Ja, das heißt, wenn man es komplett auf die private Nutzung runterfahren würde und das überhaupt nicht in der Schule thematisieren würde, also ich halte das für problematisch. Stellt sich raus, es gibt auch noch ein Mikrofon mit der Nummer 2, da stehen die Kameras vor aus meiner Perspektive. Ich bitte um Verzeihung, bitteschön. Erstmal vielen Dank für diesen Überblick über die heutige Situation. Ich habe eigentlich eine simple Frage. Ich hoffe, sie ist vielleicht auch simpel zu beantworten für euch. Euer Motto ist ja, tu wat. Was kann man denn als Einzelner tun? Effektiv tun. Sagt einfach mal, was eure Ideen dazu sind. Wir haben, wie Dorina schon meinte, wenn ihr vielleicht selber Kinder habt, setzt euch mal irgendwie auf dem Elternabend dafür ein, dass da halt was vorangetrieben wird, dass da bestimmte Themen einfach mal auf den Tisch kommen. Das kann man ja auch erstmal mit Eltern diskutieren, die haben ja auch sehr viele Sachen nicht auf dem Schirm. Dadurch kommen die natürlich idealerweise auch bei den Kindern an. Man kann auch irgendwie, das haben auch durchaus schon Eltern gemacht, völlig frei von irgendeinem Chaos-Macht-Schule-Kontext, dass sie gesagt haben, so, hier der Papa ist Informatiker, der kennt sich da aus, oder die Mutter, dann geht die einfach mal für eine Doppelstunde in die Schule und spricht mal ein bisschen mit den Schülern, wenn die anderen Lehrer an der Schule das nicht können. Und man kann sich natürlich überall in irgendwelche öffentlichen Diskussionen einmischen. Es gibt ja durchaus auch andere Orte, an denen über Bildungspolitik diskutiert wird. Das sind so ein paar Ansätze, die da spontan einfallen. Ich würde auch noch
Ja, na klar. Genau, ich wollte gerade ergänzen, wir haben eine unserer Forderungen, ich glaube, es war die fünfte von fünf, außerschulische Lernorte Experten hinzuziehen. Also hier sitzen ja auch ganz viele Menschen oder auf dem Kongress sind ganz viele Leute, die sich wirklich gut auskennen. Also sei es jetzt im Chaos macht Schule-Kontext, sei es von Jugend hackt oder so, dass man einfach auch mal rausgeht und vielleicht mal in den Makerspace geht oder so und sich das anschaut. Also alleine das mit Schulklassen zu machen, die noch nie einen 3D-Drucker gesehen haben, ist das irgendwie auch schon total großartig für die Kids oder mal ein bisschen was zu löten. Also auch das ist noch eine Möglichkeit, dass man über die Elternschaft vielleicht mal so einen Ausflug organisiert und halt nicht ins Schwimmbad geht. Ja, oder eben sich tatsächlich eine der Initiativen, die es so gibt, rausgucken. Es gibt uns, aber es gibt ja auch Jugend hackt und viele andere. Mal gucken, wo, aus welcher Gegend du kommst und schauen, wo du da dich an solche Initiativen anschließen kannst. Das ist ja auch oft einfacher, als jetzt so aus dem eigenen, komplett eigenen Initiativ zu sagen, ich mache jetzt etwas. Vielleicht noch unsere Mailingliste, schule@list.ccc.de ist ja auch angeführt, sowas auch einfach mal fragen, weil es eben, wie der Rina meinte, oft einen regionalen Kontext gibt und vielleicht kennen wir den und können da einfach dann auch weitervermitteln oder selbst eben sagen, hier ist ein Erfer und da ist Chaos macht Schule aktiv. Wir werden vermutlich nicht mehr alle Fragen beantwortet kriegen, aber immerhin die von Mikro 5. Fantastisch. Hallo? Lauter. Hallo? Sehr schön. Ja, jetzt. Hi, ich mache es ganz kurz. Mein Thema ist Bandbreite. Ich darf die digitale Mündigkeit in Schulen und Jugendeinrichtungen unterstützen und begleiten. Und wir stoßen an die Mauer Bandbreite 16 Mbit in Berlin. Das ist im Rahmenvertrag geregelt. Da hilft die beste Tablet-Klasse nichts, weil man kommt nicht ins Internet mehr. Habt ihr da Erfahrungen auch im Umgang mit der Bildungspolitik? Wir beißen uns da gerade die Zähne aus. Da beißen sich viele die Zähne aus. Wir haben kein Rezept, was man aus der Tasche ziehen kann. Aber meine Hoffnung oder unsere Hoffnung ist ja auch, je mehr Leute schreien, desto eher passiert was. Hoffe ich. Ich meine, technisch gesehen, wahrscheinlich machen mit dem Vectoring. Also wir haben einfach in unserem Bund oder in unserem Land haben wir einfach eine Technologie, die vielleicht so irgendwie begrenzt ist und diesen Flaschenhals Bandbreite irgendwann auch zumacht, ich glaube bei 100 Mbit oder so. Und auch das reicht ja nicht aus für eine große Schule. Also das ist einfach ein riesiges Ding. Dafür waren hauptsächlich die Wanker-Milliarden, meine ich, gedacht. Und die Kommunen versuchen auch aktiv zu werden, aber da gibt es ja auch so gesetzliche Bestimmungen, je nachdem, ob ein privater Anbieter am Markt ist und so weiter. Es ist einfach hochkomplex. Insoweit müssen wir den Ball da woanders hinspielen, aber klar ist, dass eben vor allem deswegen vielleicht auf digitale Mündigkeit auch ein bisschen mehr geguckt wird. Da braucht man nicht immer zwingend jetzt ständig Internet dafür. Apropos Internet, was fragt das Internet? Das Internet fragt, genauer Donald fragt, gibt es positive Zeichen aus anderen Ländern, was die Digitalisierung der Schule sowie die Vermittlung von digitalem Wissen angeht? Oder einfach nur primitiv gefragt, sind wir zu langsam oder in guter Gesellschaft? Also bandbreitentechnisch sind wir ultra langsam, das wissen wahrscheinlich auch einige hier im Raum. Also da sind wir schon mal sehr, sehr langsam. Und genau, ich habe vorhin schon per Zugruf hier Skandinavien gesagt bekommen, das greife ich gerne auf. Also ich persönlich habe einen Freund in Finnland, mit dem habe ich darüber öfter oder länger mal gesprochen. Und das finnische Bildungssystem, gibt es auch einen ganz interessanten Trailer vom Bildungsministerium, das mal zu gucken, ist schon irgendwie anders. Also wir lassen uns da auch ein Stück weit wohl abhängen, würde ich ins Internet rufen. Ich möchte noch kurz auf die Keynote heute verweisen, wo Bau Holland zitiert wurde, der 1999, glaube ich, sagte, dass 1984 es schon in britischen Grundschulen Computerunterricht gab. Ich weiß nicht, wie es da heute ist, aber es gibt da auch andere Beispiele als bei uns. Okay, letzte Frage, Mikro 1. Die Förderung nach Medienkompetenz, Technikkompetenz ist ja ganz großartig, aber wenn sie aus der Politik oder aus der Wirtschaft kommt, ist es manchmal auch so ein bisschen so Abtreten von Verantwortung. Ne? Es gibt fragwürdige Geschäftsmodelle, also müssen die Schülerinnen am besten schon in der Schule erkennen, was ein fragwürdiges Geschäftsmodell ist, anstatt zu überlegen, dass da vielleicht jemand so ein Geschäftsmodell regulieren könnte. Das heißt, ich finde es unglaublich schwer, solche Kompetenzen zu vermitteln. Ich habe das auch schon gemacht, ohne gleichzeitig im Subtext mitzuvermitteln. Du bist auch die Person, die dafür verantwortlich ist in unserer Gesellschaft. Statt vielleicht zu fragen, wer ist eigentlich jemand anderes? Und ich wollte einfach nur fragen, ob ihr da eine gute Strategie habt, da nicht drauf reinzufallen, das eben mitzuvermitteln. Ja, also wichtig ist halt erstmal so ein Bewusstsein für das Problem zu schaffen. Also wir haben zum Beispiel
Letztes Jahr haben wir in Chaos macht Schule Talk hier gehalten, haben wir relativ viele Visualisierungen gezeigt, die man mit Schülern halt mal irgendwie, die man Schülern mal zeigen kann, an denen überhaupt so komplexe technische Vorgänge überhaupt mal visuell gemacht werden, dass sie sofort verstanden werden. Und dann wundert man sich halt tatsächlich irgendwie, wie schnell sich Schüler irgendwie über die Vorratsdatenspeicherung oder andere Themen wundern. Also erstmal auf jeden Fall ein Problembewusstsein schaffen. Ja, das war's. Die Zeit ist um. Tut mir leid, alle, die gewartet haben, noch Fragen stellen zu können. Vielen Dank für den Vortrag, vielen Dank für die Antworten, Steffen, Dorina und Benni. Dankeschön. Dankeschön.